Oh, ich glaube, ich habe soweit alles. Ah. Servus. Servus, grüezi und hallo, meine Lieben. Was geht? Ah, sorry, ich hab's nicht. Moin, moin. Moin, Score. Helgo, grüß euch. Sucht die mal lieber. Schön, dass du reinschaust. Wolfi. Servus, Nobi. Ey, Leute, ich hab Horror-Tag hinter mir heute. Also heute. Heute war echt alles außer schön. Also wirklich. Oh ja. So. Ah, Grüezi. Servus. Ah, Jungs. Also ich kann euch sagen, heute ist echt ein absoluter Kacktag. Ich hoffe, das Opening gleich wird besser als mein Tag bisher. Aber es war sehr anstrengend. Und ich habe mir irgendwie ein Schnüpfchen. Ich war jetzt gerade fix nochmal duschen. Und irgendwie läuft mir jetzt die ganze Zeit die Nase. Ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Den knallt ist so eine Sache. Zeig's euch gleich mal. Oh, Moment. Also ich habe so ein bisschen nach und vor gehandelt, mehr oder weniger. Also nach der Liste von. Oh, wir kriegen Duel-Bonus, oder? Jawohl. Aber safe Duel-Bonus. Okay. Okay, Kinder. Beauty. Duell-Bonus. Die sind sehr unzuverlässig, die Gauner. Ja, ich weiß, Sigi. Ich habe echt. Ich weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich gucke auf jeden Fall, dass ich jetzt vor dem Urlaubswochenende noch hinkriege. Das ist eine Hand, ja, auf der anderen Backstube. Hier wollte ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen vordrehen lassen. Free und so. Aber macht der was? Achter? Gerade? Hier einen dicken? Maybe? Neuner? Jawohl, aber was hittet denn? Okay. Okay. Oh ja, gucke mal an. Gucke mal an. Den Geldsack. Den Sack voll Geld. Neuner. Jawohl. Immerhin. Ah, okay. Nicht die Welt, aber. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Einen dicken noch, komm. Drei Wild. Dreimal versus. Ah, hier hätte es gepasst jetzt. War bezahlt 78. Ist schon mal ein Punkt. Ist schon mal ein Punkt. Kann man sich nicht beschweren. Ach ja. So, nee. Das Ding war, ich habe jetzt auf der anderen Bullet noch 100 stehen lassen und wollte jetzt nicht das schon im Free machen, damit wir dann auch gleich beim Opening so alle da sind, die dann da sein wollen, etc. pp. Ihr wisst Bescheid. So war zumindest der Plan. Das heißt, nach den Spins wechseln wir einfach rüber. Aber haben wir nicht auch hier diese super mega Spins? Ich glaube schon, oder? Ah, gucke mal. Gucke mal. Nicht ganz so schnell. Also, das ist immer unterschiedlich, wie schnell die sind, habe ich so das Gefühl, ne? Wenn es geht, war hoch, ist doch super. Ja, hey. Beschweren will ich mich da nicht. Das ist schon richtig. Ich warte noch auf das 5-mal Versus. Also, 5-mal Versus wäre mir schon sehr willkommen. Dann geht's nämlich der ganz kranke Hand. So, ich wollte gerade mal eben gucken. Und zwar. Genau, Timer geht perfekt. Sind drin: Wild West Gold, Five Lions Mega Ways, Folsom Prison, Dragon Tribe, Misery Mining, Horder X-Ways, Tome of Madness, Dragon Tribe und Dance Party. Die sind bis jetzt drin. Müssen wir mal gucken, dass wir noch ein paar reinkriegen. So. Gut, hier, komm dann. Wechsel mal rüber. So, dann lass mich mal eben gucken hier. Zack, zack, zack. Hier, das hier runter. Ne, das wollte ich jetzt. Videokonferenz, ne, Videokonferenz möchte ich nicht. Videokonferenz möchte ich nicht. So, dann haut mal jemand bitte einen Wunsch raus, dann gucken wir mal reinkommen. Können wir noch probieren hier, was haben wir denn noch new-mäßig? Muss schon die Nase putzen. Ah ne, Gigatools wollte ich probieren auf jeden Fall. Moment, den hatte ich für mich selber ja schon. Giga. Hä?
Wie heißt denn der Gigatoons? Heißt der nicht Gigatoons? Wie heißt der? Wie heißt denn der Gigatoons? Wisst ihr das? Weiß das jemand? Gigatoons, doch. Giga. View all. Nee. Gigantoons. Gigan. Ah, da ist er. Dankeschön. GG Rolf. Nicht die Looney Tunes. Hier muss ich noch eben. So. Jetzt haben wir's. They're growing on. So. Die alten Gigantoons. Wer kennt sie nicht? Also ich weiß, dass der super schwer reingeht. Aber ich finde den so fancy. Bin ich ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, wie viel der hitten muss. Ich glaube 6 Stück oder so sind das, ne? Muss mal auf achten. Und das ist jetzt 6? Das waren 6, ne? Gelbflossentoons von Sack. Sapike, was? Was? Kennst du die Werbung nicht vom Dosenthunfisch? Nee. Ich hab was? Dosenthunfisch? Was ist der Dosenthunfisch? Ich halt echt nicht. Komm, so viel Platz für Gelbe. Oh nee, come on. Muss er connecten, um erstmal weiterzukommen. Dann macht er was? Es tut mir leid, ich muss mich anders. Das ist total schlimm gerade. So, jetzt aber. So genau, was macht er jetzt? Macht er die platt? Boah, wie scheiße. Ich hau gerade nochmal rein. Moment. Ja, Reactions 1 und 2 sind leider gesperrt. That's a problem. Hast du den Maxim von XQC gesehen? Bei welchem Spiel? Nee. Was hat er gehittet? Was? Wie? Wo hat er gehittet? Bah. Vergesse mal, dass mit Hisky gar nicht mehr schmeckt. Aber jedes Mal, wenn ich es irgendwie sehe, dann denke ich mir so, ja komm, einmal geht. Also schmeckt mir einfach nicht mehr. Heus Gates, meinst du? Ja, hab ich aber tatsächlich nicht gesehen, ne. Das sind aber viele jetzt, komm. Jetzt macht keinen Scheiß hier. Nein, er macht komm. Oh mein Gott. Ey, was? Obwohl. Noch einen hitten. Ach, schade. 900x mit 5 Millionen auf 1k Bet. What the fuck? Ja, aber.
Das sind Bereiche, in denen können wir nicht mitstinken. Tatsächlich. Leider, leider. Würde ich mir auch manchmal sehr wünschen. Der Multiplayer 900. Ja gut, gibt halt auch 1000er Multi, ne? Beziehungsweise 500 und 500 schmeißt er, dann ist halt dann quasi der Max drin direkt. Also geht schon. Aber dem ist auch, also, sag mal ganz blöd, ne? Der macht das ja auch nicht. Ja, da hängt ja ein bisschen was hinter. Erste Spins 300x und dann immer wieder 100x. Ja, wie gesagt, wenn er einmal auf Max-Win läuft, dann merkst du das. Da hast du quasi einen vollen Schallack. Also ich hab's auch schon gesehen, dass er 50, 60, 70x schmeißt und dann nichts mehr connected. Nur keine Ahnung. Aber geil, warum nicht? Alter, ey, das nervt mich richtig mit meiner Nase gerade. Ich hoffe, das reguliert sich ein bisschen über den Abend. Sonst wird das heute ein recht unentspannter Stream. Die ganze Zeit Mikromuten. Tampon von der Frau rein, das macht man bei Nasenbluten, Digga, aber doch nicht bei wenn die Nase, wenn ich, das ist ja nicht, dass sie läuft, das ist ja, dass sie juckt. Ich krieg richtig einen Schnupfen, Digga, ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt nicht im Urlaub krank bin, das wird mich richtig abpacken. Wenn ich jetzt krank irgendwie nach Holland in Urlaub fahre, ey, da wäre ich richtig zickig. Habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. So, was hat sie eben gesagt? Cluster-Tumble hat den Helgo geschrieben, ne? Sonst noch was? Okay, der sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Guck mal. Der kann doch endlich mal was machen hier. Noch einen. Komm. Mal was Vernünftiges. Nein, oh mein Gott. Eine Connection vor dem Ding ist heraus. Ist das ärgerlich. Wir probieren nochmal Wildframes und dann gehen wir in Cluster-Tumble fürs Letzte. Dann machen wir einfach auf. Wir haben heute auch noch, also wir haben noch die Bullet hier, dann müssen wir noch Pasino, muss ich sowieso, weil ich mit denen immer so ein bisschen so ein Deal habe. Eigentlich viermal die Woche, aber das kriege ich im Moment gar nicht hin. Zumal die auch nicht hinterherkommen mit den neuen Spielen, wie versprochen, ne? Da wurde mir was anderes versprochen. Mob mir ein bisschen. Ey, es tut mir leid, aber es ist mir auch egal, wenn ihr das jetzt hört. Ich würde einfach nur die Cam ausmachen, damit ihr es nicht seht. Der Rest ist mir voll Wumpe jetzt. Boah. Matze, Matt, Schnupfen, Junge. Hörö, ich bin ein Elefant. Jetzt bin ich nicht nur fett, sondern klinge auch noch so. Perfekt. Immer die Woche wäre easy, aber kann auch verstehen, dass es schwierig werden kann. Das ist halt für mich einfach, ich arbeite ja regulär. Weißt du, ich sitze ja nicht zu Hause den ganzen Tag und denke mir so, hoch, ja, jetzt ist mal 21 Uhr, da gehe ich mal live, sondern es ist ja wirklich so, dass ich halt 9 bis 10 Stunden am Tag arbeite. Heute Morgen schon noch früher angefangen und echt einen kranken Tag, Kacktag gehabt. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, Digi. In 2 Wochen muss es gesund sein. Digi, zu Gamescom. Ich habe gestern beschlossen, ich gehe mit Helgo einfach dieses Jahr auf die Gamescom. Also wenn ihr möchtet, Gamescom Donnerstag, können wir uns gerne sehen. Aber da werde ich schon fit sein, Stefan. Im schlimmsten Fall bleibst du mich auch krank dahin. Ich glaube, das schaffst du schon. Ajoa, Gamescom, Junge. Ich bin so lange nicht auf der Gamescom gewesen. Also auch nicht wegen Corona, sondern auch alleine so, einfach weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, schon ewig nicht mehr. Wenn auch mal arbeiten, auch viermal die Woche wäre easy für mich, aber bin, was sowas angeht, eher anders drauf, beziehungsweise schlafe relativ wenig. Na ja, gut, du musst halt bei mir immer bedenken, ich arbeite in einem Beruf, der mir auch im Kopf viel abverlangt, das heißt, ich sitze eh den ganzen Tag schon vorm Rechner. Dann Stream-Klamotte, hintenrum die ganzen Klamotten, die du halt klären musst, das ist auch immer noch mal ein bisschen was. Dann habe ich noch eine Freundin, die bespaßt werden möchte oder die auch gerne Zeit mit mir verbringen möchte, dann habe ich einen Haushalt zu schmeißen.
ich persönlich krieg's nicht auf der Reihe, da 4-5 Mal die Woche wirklich live zu sein, neben meiner normalen Arbeit noch, weißt du? Also wenn ich Urlaub habe, sind 5 Tage, 7 Tage Stream, kein Problem. Überhaupt kein Thema. Aber so von der mit der Arbeit noch im Rücken, keine Chance. Helge, ich bin froh, dass du das so siehst. Das darfst du meiner Frau dann gerne in 2 Wochen erklären, wenn du hier bist. Dass sie für den Haushalt zuständig ist. Und dann gehe ich dann einfach ins Büro, während du dir dann die Klatsche abholst. Mir fallen da so ein paar Sachen weg, angefangen bei der Freundin. Das ist ein Riesenthema, sag ich dir ehrlich. Da kann man hier und da sagen, hey, guck mal, Schatzi, ne, so und so sieht's aus. Also sie ist ja auch mit dem Stream immer voll d'accord und sagt ja auch nichts dazu. Also, ich sag nichts dazu, also sie hat nichts dagegen. Ne, sie weiß, dass das auch für mich einfach ein zweites Standbein ist, was ich mir gerade aufbauen möchte und auch ein Riesenteil davon einfach auch hobbymäßig läuft. Hat sie auch überhaupt kein Problem mit. Aber am Ende des Tages bin ich mit der Frau jetzt 3 Jahre zusammen, lebe mit ihr zusammen und dadurch hat die sich natürlich auch einen gewissen Anteil in meinem Leben verdient, sag ich mal. Ne? Good luck, Mina, mein Lieber. Was? Gibst du aber irgendwie die Klatsche? Safe kriege ich hin, kein Thema, Mann. Wann habe ich mal die Möglichkeit, sowas Schönes zu filmen? Easy. Komm hier, rein jetzt in die Olga. Schiss ist nie gut. Ist nie so gut. Komm schon. Komm schon. Ach, schade. Trunkatis, Alter? Hast du letztes Mal nicht gefolgt, du Nasenbär? Ah ja, hat er jetzt nachgeholt. Alles gut. Wildcard. Was geht, Brudi? Mit den Wilds könnte er actually ein bisschen. Oha, gar nichts, wow. Hey, Jacko, was geht? Die Crazy Jacko. Namen zusammen, grüß dich. Auch dich schon lange nicht mehr gesehen, gehört, gelesen. Wie geht's dir? Sagen von Temperatur, also dafür, dass wir heute echt, wir hatten 31 Grad tagsüber hier, war es sogar echt angenehm. So, Rolf, wie war es bei dir? 18 Grad oder was? Wildcard. Muss leider nochmal. Ja, besser als mein Sohn und krank, wir stecken uns momentan alle irgendwie gegenseitig an. Das ist immer so in so einem Familienhaushalt, glaube ich. Man steckt sich immer gegenseitig mit der Scheiße an. Das ist übel schlimm. Aber am Ende des Tages ist so Magen-Darm halt mega easy, weil das hast du einmal durch dann und dann bist du fertig, so bevor es die anderen halt mit der Welle, sag ich mal, mitbringen immer. Das ist schon ganz gut. Der könnte aber... Oder wird aber, oder? Ey, komm, der wird, oder? Mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Boah, schwierig. Nein, er kackt ab. Er ist schon RIP, hallo? Biggie, was geht, Brudi? Nein, ist nochmal eine Hand. Wir sind gerade noch am Handen. Ich hatte nur offline schon wieder vorgehandelt. Haben wir jetzt auch voll viele von, die auf Wacken waren und so. Auch der hier, der Metal Stars, der Vincent, der hat auch Corona mit nach Hause gebracht. Also, irgendwie jetzt alle einmal krank. Oh. Okay, dann gut. Nee, alles easy. Wie gesagt, wir sind noch dran gerade. Ich glaube, ich habe mir vom Samstag auch Corona mitgeholt. Schon wieder? Nee, kann nicht. Ich bin genesen. Wieder genesen. Grippewelle incoming. Ja, ich glaube jetzt noch gar nicht so. Ich glaube, das... Obwohl, wir haben Ende August jetzt bald, ne? Also, September, Oktober geht's eigentlich wieder los. Da kommt die Grippewelle und dann sind die Krankmeldungen immer richtig krass. Dann geht das montags morgens los. Ja, hallo. Ich glaube, ich kriege Schnupfen. Ich kann leider nicht arbeiten. Ja, wie lange bist du denn krank? Ja,
erstmal die ganze Woche. Ich melde mich dann, wenn es sonst nicht geht. Was für ganze Woche, Alter? Fucking Grippe, kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Da bist du 3 Tage wirklich im Arsch und den Rest kann man arbeiten. Ich, keine Ahnung, was für der Gesellschaft mittlerweile ist. Also wenn ich wirklich bei uns, gerade bei uns im Unternehmen, so krankmeldungstechnisch richtig krass. Ich sitze teilweise hier mit Migräne vorm Rechner und denke mir so, ja, trinke ich halt eine Flasche Wasser. So, keine Ahnung. Dann auch mal dieses direkt, ja, eine Woche. Bis Ende der Woche. Warum immer eine Woche? Ist ja nicht so, dass die Leute morgens aufstehen und sich denken, ach ja, ich bin jetzt wieder gesund. So, Cluster Tumble. Cluster Tumble. Vielleicht noch einmal. Haben wir den gar nicht? Oh, den haben wir gar nicht. Das ist ja. Cluster Tumble haben wir? Das glaube ich nicht. Cluster Tumble ist relaxed, glaube ich, ne? Lass den Papa mal gucken. Relax Gaming. Da ist er. So. Templar Tumble. Tatsache, kein Cluster Tumble da. Dann gehen wir Templar Tumble mal rein. Ist auch schick. Na ja, krass. Das soll sich ja wohl ausgehen. Hey Kremlin, was geht? Grüß dich. Na du? 25 Starterpunkte holt's euch ab. Werden wahrscheinlich auch die letzten heute gewesen sein. Nein, Spaß. Also ich hoffe natürlich nicht, aber man weiß ja im Endeffekt nie, ne? So, ich lasse es mal ganz kurz laufen, gehen wir noch eben eine rauchen, weil sobald das Game eben drin ist oder nicht, machen wir auch direkt das Opening. Ich wusste nicht, ob direkt starte, deswegen, ups. Was ist dein Plan heute? Opening gleich, genau. Und danach noch ein bisschen Balance pushen, wenn möglich, beziehungsweise nachwechseln mal kurz auf Pasino. Machen da ein bisschen Rotation, da haben wir 300 stehen. Gucken, ob wir die hochkriegen oder nicht. Und dann, ja, gucken wir mal, wie der Abend so läuft. Ich hatte heute überlegt, ob wir ein Slotspin-Turnier machen. Es geht immer so ewig, weißt du? Das ist so... Das zieht sich immer so massiv hin, finde ich. So, komm. Jawohl, und weiter. Schade. Einmal die Münzen. Letztes Mal so viele Münzen gehabt. Oh, die bringt nicht viel. Was hättest du denn gerne, dass wir machen, Kremlin? Ich fühle wirklich, als ob ich einen Schnupfen kriegen würde. Eklig. Und das vorm Holland-Wochenende. Ey, boah, in Holland kann ich aber nicht in der Sonne liegen mit Schnupfen. Das kann ich komplett vergessen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Guck mal. So, noch eine Wild da rein. Wunderbar. Komm. Ach, Mann. Was du Cash-Out machst, ich hab dir einen Huni geschickt, ne? Easy. Wann hast du mir denn nochmal einen Huni geschickt? Biggie schickt mir jetzt schon im Vorfeld Hunis zu, wenn er die Beteiligung hat. Alles gut.
Alles gut. Ach, ich. Da 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 da. Komm schon. Ich fürchte fast, der will uns heute nicht. Super Cup? Was ist ein Super Cup? Noch nie gehört. Frankfurt, Real Madrid. Heute? Komm, einmal König. Oh. König falsch gelegt. Kein RTL am PC, das kostet. Hey, RTL Now, kannst du es nicht mit Werbung gucken oder so? Komm, 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 vorne rein. Ah. Seit wann ist Templar Tumble so ein schwieriges Game geworden? Keine Chance? Echt nicht? Aber du kannst doch mittlerweile auch dieses Amazon, gibt's ja auch mittlerweile eine Version, die dann halt, wo Werbung läuft. Dachte ich. Gibt's das nicht? Livestream.de, da kannst du ohne Kosten schauen. Nö. Europacup-Sieger? Okay. Nö. Tatsächlich wurde ich mal vom Arbeitskollegen gefragt, ob wir nicht mal zusammen ins Stadion gehen bei uns. So, versuchen wir nochmal. Temple Tumble vielleicht. So. Vielleicht macht der ja eine spontane Überraschung für uns fertig hier. Ansonsten sieht es eine ziemlich mau aus, ey. Ärgerlich. So. Hau mal einen raus jetzt hier. Gibt's eine Handliste? Ja. Ausrufezeichen Hand. Ich weiß aber nicht, ob die schon aktuell ist, wenn ich ehrlich bin. Ich guck gerade eben mal rein. Die ist. Die ist nicht aktuell. Das ist noch die von gestern. Ich kann euch gleich aber die hier mal kurz zeigen aus dem Dock raus. White West Gold, Five Lines Mega Ways, Falls in Prison, Dragon Tribe. Dragon Tribe ist zweimal drin. Perfekt, haben wir nur 9 Spiele. Sehr gut. Dragon Tribe, Misery Mining, Horda X-Ways, Tome of Madness und Dance Party. Bis jetzt. Gucken. Kann auch sein, dass es uns den jetzt noch gibt, aber ich sehe, obwohl, ja, komm, die Ace ist noch durch irgendwie. Jawohl. Temple Tumble. Haben wir zumindest schon mal 10 Spiele drin. So, geil. Temple Tumble drin. Auf 40 Cent. Da musst du mal fragen, ne? So, was haben wir noch? 20 Euro, da können wir noch. Wollen wir noch? Joker King. Nächstes von. Ja, eben, wie gesagt, die ist nicht aktualisiert worden heute. Morgen wieder. So. Jawohl. Joker King auch drin. Perfekt. Was auch immer das jetzt soll hier. John Hunter und... Mein Gott. Auf die letzten 30 Euro gehen noch 2 Spiele rein. Oh. Kannst du keinem erzählen, ne? Thank you.
So, meine Freunde, wir öffnen bei 10,49. Wir haben drin 10 Spiele. X-Wert overall sind 111. Und das wird ein sehr kurzes Vergnügen, glaube ich. Sei denn jetzt wieder wie gestern eigentlich. Einer muss ja nur scheppern. Hat ja gestern auch funktioniert. So. Zack. Ja, dann legen wir los. Wann haben wir das letzte Mal eine Plushand gemacht, überlege ich die ganze Zeit schon. Das ist schon echt lang her, oder? Ja, komm, Re. Einfach Re. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Eieiei. Vielleicht mal eine Wild hier hin. Dann Wild hin und dann Re oder ja. Okay, Wild Star. Oh, mal 5, okay. Oh, wieder richtig. Come on jetzt. Ja. Boah. Re ist auch da, ey. Boah. Come on. Ich vertraue. Ich vertraue. Ich vertraue. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben die Möglichkeit. Hier noch eine Wild hin irgendwie. Und dann noch ein Re. Hier eine Wild und da ein Re. Re. Ach, kann ich. Weiß denn's. Okay. Okay. Zwei Spins. Hm, aber was hittet denn da genau? Hab die Linie nicht im Kopf. Letzter Spin. Komm, Premium vorne rein. Schade. 32,90 ist doch gar nicht so verkehrt. 32,90 ist doch mal gar nicht so verkehrt, tatsächlich. Ist ein bisschen. Alles für später zum Pushen. So, Five Lines. Five Lines Megaways. Was nehmen wir? Ist jetzt wieder die Frage. Gestern waren es die 10. Sollen wir heute mal die 6 nehmen? Auf ganz krass? Oder Mystery? Oder 25? Ja, echt für die 6. Einfach mal voll dumm. Wir probieren das. Hier wären es 13. Einen guten Multilösen. 6. Score auf meiner Seite. Easy. So muss das sein. 10 sagt Kremlin. Mystery hat Basti gesagt. Moin Basti. Grüß dich. Zehner, mach er nicht. Wechsel vorne rein. Wunderbar. Jetzt Kröte. Jawohl, ja, hätten wir Multi gebraucht, ne? Schwierig. Eieieiei. Hättest du mal auf mich gehört, ja. Das sagst du mir jetzt. Das sagst du mir jetzt, weißt du? Du mit deinem 5,5 Stunden Delay jedes Mal. Entweder ballert 6 oder nicht, zu 88% nicht. Das sieht genauso aus, würde ich sagen. Ja. Holds in Prison. So. Normaler Bonus. Abfahrt. Komm jetzt, über den Dicken drüber. Einmal. Nein, nicht einmal? Oh, come on. Verstehe aber trotzdem nicht, wie der zahlen kann. Wo, was muss der treffen, damit der zahlen kann?
Nichts treffen Wege. Achso. Schmutz, Alter, 1540. Keine Ahnung, das ist. Ich habe immer das Gefühl, bei No Limit ist jeder Bonus scheiße, außer der Superbonus. Da wäre sogar noch fast ein Back-to-Back drin gewesen, ich glaub's ja nicht. Dragon Tribe. Wenn du mal crazy bist, würde ich mal eine No Limit Hand machen und nur No Limits. Das habe ich tatsächlich gestern schon angekündigt, dass wir es auf jeden Fall mal machen. Das würde ich aber mit einer höheren Balance actually machen. Das Spiel ändert sich einfach nicht, immer schlecht. Ich habe auch bis jetzt noch, also ich habe bei einem Streamer habe ich mal einen wirklich dicken Hit gesehen. Aber sonst halt wirklich noch nie. Connection hier, Queens vielleicht. Queens gut, Jackson, Kings. Okay. Zehner? Komm. Mach doch, ey. Ganz ehrlich, Mann. Okay, Neuner. Kings, Aces, Kings. Schön. Geht. Kings, Aces, Kings, Aces, Kings, Aces, Neuner. Komm, lass mich nicht hängen jetzt. Gestern war der echt scheiße. Heute scheinbar auch nicht viel besser. Perfekt. Digga, dieses Spiel. Dieses Spiel, Junge. Holy shit. Queens. Okay, gut. Queens. Der zahlt auch nie. Also ich habe den auch schon mal zahlen sehen, aber frag mich nicht wann, ey. Auch schon wieder ewig, ja. Okay. Weiß Pins auch oben drauf gekriegt. Connected Kings. Gut, Connected Queens. Jackson vielleicht auf die 3. Nein. Eine Connection noch. Komm, hier, Kings. Eine Connection, bitte. Much, Alter. Obwohl doch, connect wir. Okay. Nochmal zwei Spins oben drauf. Guck mal, wie hart der scammt, Alter. Junge, Junge. 8,82. Gestern war es zumindest noch ein 30er mit dabei oder so. Auch absolutes Much-Spiel. Keine Ahnung, was die Leute an dem Game finden, ne? So, Misery Mining, wahrscheinlich wieder genauso scheiße. Wir machen dann wieder auf, nur um uns dann wieder die Dinger zu entziehen. Pass mal auf. Eieiei, 68 bist du jetzt back. Das fünfte Spiel kommt jetzt. Sehr gut. Komm, mir läuft die Nase. So, jetzt komm, scheiß nicht. Ja, das ist wieder. Okay. Mach irgendwie die 100x oder scheiß halt rein. Jawohl. 30x. 250. Sehr gut. Alter. So, Horder. Order danach Tomb of Madness. Perfekt, so ohne Scatter ist super. Ah ja. Okay, gut. Weißgatter sind da. Immerhin. Jawohl. Sehr schön. Jetzt nur noch was Richtiges treffen. Dann wäre es schon fast gut. Okay.
Ich sag was Richtiges treffen. Was macht der? Jetzt hat er drei Auswahlmöglichkeiten. Ah ja, guck mal. Okay. Immerhin, immerhin. Macht er die Alte da rein, ey. Komm jetzt den Fratzke hier. Fratzko, Fratzko! Ey, das ist so schlimm teilweise, ne? Ja, okay. 70-70, immerhin. Immerhin. Gibt schon mal einen Punkt. Hat doch mal was. Horner mag ich. Der ist auch einfach sehr befriedigend im Spiel selber, finde ich. So, weiter geht's mit Tome of Madness. Wir haben 150 von 500 zurück. Moin, Bakaria, was geht? Wie war's bei dir? Das war's ja echt lange live, Alter, habe ich gesehen. Aber ich war tatsächlich nicht vollst anwesend. So, vier Portaleffekte, schon mal voll für den Arsch, aber hittet ein bisschen was. Void. Gute Frage. Okay. Noch hier oben und oben rechts die Ecke. Also noch die Ecken hier. Dann hat das. Jawohl. Und der hat voll reingeschissen. Perfekt. Die Ecke unten hat verkackt. Oh doch, holt er noch. Wow. Okay. Cthulhu kommt. Okay. Nicht schlecht. Fast 6 Stunden und 16 runter heute. Gar nicht gewöhnt. Ah, sad, Alter. Demnächst wieder. Der war doch sogar gar nicht so verkehrt. Der war im ersten Spin drin, by the way. 30-15. Wunderbar. Wie gewinnen. Jawohl. So, weiter geht's. Temple Tumble. So, Temple Tumble, ich lasse euch entscheiden. Links oder Mitte? Jetzt haben wir bei mir geschlafen. Links oder Mitte? Ich höre schon wieder Basti rufen. Mitte, Mitte, Mitte! Ist ein Mehrheitsentscheid, sage ich euch ehrlich. Die Mehrheit, gewinnt. Oha, Alter. Junge. Also der Pre-Hit war schon mal nicht ohne. Ich gehe links. Ich gehe links, weil ich es immer tue. So, komm, Baby, lass mich nicht im Stich jetzt hier. 29,70 schon direkt der Start, Alter. Ist doch schon mal nicht schlecht. Oben blau rein. Jawohl. Aces rein. Kings rein. Schönes Ding. Grüner rein. Jawohl, Alter. Guckst dir an. Wunderbar, ey. Sollte er ausnahmsweise mal was zahlen oder was? Ratze. 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 Jawohl. Rote. Gucke mal an. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein jetzt, ne? Ulti geht nochmal hoch. Grün. Grün. Grün, gut. Kings. Schade. Multi nicht gut genug, I guess. Rot, Aces, irgendwas. Schade. Letzter Spin. 56,4. Dafür, dass er so früh reingegangen ist, kann ich da tatsächlich nicht meckern. 56 und 4. Das war mal gar nicht so verkehrt gewesen. So. Weiter geht's mit Dance Party. Der gute alte, die gute alte Scam-Slot, Junge. Die hat uns schon so oft einfach nur gefickt. Das kann man gar nicht schön sagen. Nein, das kann man auch nicht verschonen oder so. Einfach nur gefickt hat die uns. Dann ist mal so, ich habe mich gut gehalten für die Zeit. Auf jeden Fall. Was ich mitbekommen habe, war schon okay. Komm, gib uns nochmal die 20-30 Retrigger.
oder einfach mal einmal im Leben ein schönes Bild. Einmal, once in a lifetime. Schönes Bild, ja. So. Mach mal wieder nix hier. Einmal Vollbild, irgendwas Krasses. Da noch die Diamanten rein. Schade. 6,64. So, letztes Spiel. Joker King. Ich habe gesehen, wie gut reingegangen ist. Wir wissen alle, dass er in der Regel nichts zahlt. Ich möchte jetzt hier keinem große Hoffnungen machen. Aber ich glaube, das wird eine brutale Minushand. So vom Gefühl her. So, was spielen wir danach? Wanted grinden, was machen wir? Aztec Magic Bonanza haben wir hier nicht. Haben wir nicht. Ich wollte den sogar extra heute zocken wegen der Hand. Dachte ich, bin mal witzig. Ja, aber den gibt's hier auch nicht. Gute Wege, oder? Ja, einigermaßen. Ich sag mal, für einen Average Joker King war das schon fast gut. 35,58 €. So, jetzt mal gerne einen ernsten Spielevorschlag. Einen ernsten Spielevorschlag. 2,78 bzw. 2,77, 68, by the way, Endbalance. Der Horror. So, gerne einen ernsthaften Spielevorschlag. Stack him. Guck mal. Stack him. So. Jammin' Jars. Ich gehe Richtung Stack him. Nochmal 9088 oder 9000x abholen. Auf ganz entspannt. So, ich gehe kurz rauchen. War übrigens ein tolles Opening. Vielen, vielen Dank. Stack him finde ich gut. Stack him war super. An dem Abend. Eine der wenigen Hexos, die mal nicht reinscheißt. So. Zack. Warst du keine da? Das ist nicht ganz richtig. Wir hatten tatsächlich die Tage auf dem Discord privat ein bisschen gespielt. Mit Biggie zusammen. Da haben wir auf dem
sind wir auf 200 runter oder so in der Bullet und dann haben wir auf einem Euro Stack'em gespielt. Im dritten Spin ging der rein in die Free Spins. Hat sich dann hochgepusht bis auf einen 445er Multi, glaube ich. Und dann hat er ein Bild mit den Däumchen geschmissen. 20 Euro Bild mal 445. 9044x waren das am Ende. Das war richtig, richtig wild. Also, Stack'em im Regelfall absoluter Much, aber da war es richtig krank. Und seitdem auch sehr gerne. Orlana-Geschichten. Ich kann dir die Endbalance kurz zeigen, Sekunde. So, Moment mal. Mal kurz einloggen. So. So, ihr seht, das ist mein Account. Hier. Warte mal, hier. Mein Gott. Balance 8000. Raw. Das war nach Wager noch übrig. Und Fakt ist, war nach 20 Spins und nicht nach Daumen, sondern Töpfe. Waren es nicht Daumen? Keine Ahnung, Mann, ich war. Hat auf jeden Fall gescheppert. At the end of the day, it kann ja egal sein, was ihr neu gescheppert hat. Hat ihr gescheppert. So. Da, 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 da. Auch wenn er heute eher keine Lust hat. Ach, ja. Einmal Freespin ist schon da. Vielleicht noch zwei. Ah. Bottle Fruit Party, Max Win, Wager done. Fruit Party. Mhm. Wanted. Schwierig. Versuche ich wieder seit zwei Tagen reinzukommen. Auf Steak habe ich die Tage probiert. Da ging es relativ gut. Aber so hier. Ich habe den jetzt auch dreimal versucht. Jeweils für die Hand gestern habe ich den zweimal probiert. Für die Hand heute habe ich ihn auch zweimal probiert. Beide Male leider nicht reingegangen. Einer. Sadly. Aber Wanted würde ich auch gleich probieren. Ich glaube, probieren wir Wanted auf dem Euro. Diese Mega-Spins, die einen so wunderbar runterrippen. So, jetzt komm mal. Okay. Er zeigt den Mittelfinger, haha. Boah, da waren sie schon wieder zwei, die Sau, ey. Ein Freespin bleibt stehen. Oh. Komm schon. Du kannst es. Ich war. Ja, schade. So. Wanted. Dead or wild. Ist auch wirklich eins der geilsten Games, was du so spielen kannst, ne? So, good lucks. Ich will gar nicht hingucken, ey. Also ein bisschen was vom Autounfall, ne?
Schon zig Dual-Bonus gekriegt, Dead-Bonus, Yoshi zu kriegen. Ey. Also jetzt auf Steak habe ich, glaube 4 oder 5 Dual-Bonus und 3 Train-Bonus gekriegt. Die Train-Bonus waren alle absoluter Much. Die Duels waren okay. Und kein einziger Dead. Ist halt auch echt schwer zu kriegen, muss man sagen. Hey. Nee. Aber ich hab deine Feta-Creme gekriegt. Danke fürs Gespräch. Nein, habe ich nicht. Kannst du vergessen? So. German, warte mal, ist German Jazz nicht sogar verboten? Muss ich gerade mal gucken. Nicht, dass danach eine verbotene Slot ist. Irgendwas war verboten davon, das weiß ich noch. So. Nö, ist er nicht. Oh Mann, Gespräch, Error. Alles gut. Ja, sie hat, wir haben auf einem Balkon haben wir so eine Tomatenpflanze stehen. Und ja, die muss halt gegossen werden. Ne? Eigentlich recht simpel. So, Full Party. Abfahrt. Ja, habe ich ja kein Flugparty mehr gespielt, ist auch schon ewig her. Keine Ahnung, mein Gerotz hier. Schlimm ist das. So. Komm, machen rein. Machen rein. Machen rein. Du hast Platz. Okay, nochmal. Nach unten, genau. Und dann weiter. Machen rein. Heuschnupfen? Nee, Heuschnupfen eigentlich nicht, aber Katzenhaarallergie und weiß ich nicht. Also irgendwas ist im Moment. Ich weiß nicht, ob irgendwas in der Luft ist oder so, aber komm. Ach, du Drecksack. Okay, 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 weiter, weiter. Komm. Ach Mann, ey. Ich weiß nicht, ich war eben duschen, kam aus der Dusche und seitdem habe ich das. Das ist total bäh, ärgerlich. Das geht auch nicht mehr weg, ich weiß nicht. Allergie, ja, wie gesagt, Allergie gegen Katzen. Also tierhaarmäßig eigentlich. Aber da ich weder mit einer Katze gekuschelt noch sonst irgendwas habe eigentlich. Weiß ich nicht. Allgemein Tierhaare oder nur Katzenhaare? Also Katzenhaare auf jeden Fall ganz krass. Also da kriege ich auch übelste Schwellung, wenn mich eine Katze kratzt oder so.
bei Hunden kommt es echt drauf an. Also bei Hunden, ich habe ja selber einen Hund eigentlich. Da war das lange nicht das Thema. Aber ich kriege so ein bisschen was an der Nase kriege ich schon mal. Aber das ist, ne, schmeiß ich mir jetzt hier die Rezin rein, alles gut. Aber Katzen sind auf jeden Fall ganz krass bei mir. Also Katzen gehen gar nicht. Liebe Katzen, total tolle Tiere, nicht. Aber, oha, Junge, mach einfach. Nach oben, du. Jawohl. Weiter, jetzt rein eine. Das wäre so geil. Rechts, rechts. Jawohl. Komm jetzt. Boah, mach's doch einfach. Okay, connecten zusammen. Wenn da jetzt noch ein dritter bei reinkäme, das wäre so krank. Zueinander, zueinander. Jawohl. Und bitte. Und bitte. Jawohl. Und nach oben. Nach oben. Jawohl. Und bitte. Komm jetzt. Das wäre so krass. Och Mann, ey. Ist das eklig. Ey, mit dem Multi. Das ist so krank, Alter. Komm, ich... Ach, es ist... Boah, Mann, das wäre so krass gewesen mit dem Multi. 32 allein für den. Überleg mal, der wäre mit dem Multi da oben reingegangen. Eieieiei. Das wäre anders gewesen. Ach ja. Komm schon, Fruit Party. Mach, ach, Fruit Party sei schon. Jaminjas, mach was. Ja. Jawohl, und komm. So viel Platz und er macht nix. Oh, ist das eklig.
So, ich komme wieder und nicht mal der Stuhl hat's geschafft. Also Jemmingers möchte heute definitiv nicht. So. Letzter Ausweg. Frames. Zack. Aua. Jetzt gemacht. Hä? Wild Frames. Ah, jetzt hat er's. Sehr schön. Wild Frames. Wild Frames. Wilds, Wilds, Wilds. So, komm, Baby. Schmeiß einen rein. Ich brauch das jetzt. Ja gut, du brauchst dir keine Slots zu wünschen. Ich gehe jetzt gleich rüber auf Pasino und da wird man das wahrscheinlich eh nicht spielen können. Gut, als Slotwunsch hier, ey. Ja. Was wünschst du dir denn? Vielleicht kommen wir ja auf einen gemeinsamen Nenner. Wildcard. Ich sehe nicht, wo der connecten will. Oh, ne. Ich schau auf Pasino. Na, schau mal. Wildcard. Hier. Ja, ein bisschen was macht er auf jeden Fall. Aber Transform macht er nichts, ne? Epic Magic Bonanza, willst du mich verarschen? Den haben sie ihn. Ja, nee, Alter, also. Los mit euch, ehrlich. Ja, ich spiele den mal an. Ich werde echt die Bannliste wieder einführen, Alter. Ich habe das Spiel auch schon 25.000 Mal gespielt. Und nur weil der bei euch jetzt einmal gezahlt hat, weißt du, ist es so ein... Wollt ihr den jetzt die ganze Zeit zocken, ich? Das ist wie bei mir und meiner Lehrerin damals. Matze, das ist jetzt eine einmalige Sache. So eine Muchslot, ey. Die hässlichsten Kackslots, weißt du? Die wollen sie wieder haben. Aber sowas Schönes, weißt du, wie Dragon Tiger oder so? Nee. Genervt? Ah, genervt nicht. Genervt nicht. Genervt bin ich anders. Genervt bin ich ganz anders. Oh, Schubidu, ich wäre so gern wie du. Ich fürchte, es ist eigentlich nichts anderes übrig, als hier mal den Radau zu machen. Und dann Bildi lief bei dir mal gut und das Game halt bei Marfas. Ja, stimmt. Ja. Aber dann Bildi spiele ich auch nicht mehr. Aus gutem Grund, nicht? Als er der letzte Schmutz ist. Leider. Ist echt ein schönes Spiel. Ist leider nur leider Schmutz. Ja. Bei Marfas läuft so viel im Moment. Wildcard. Wenn es nach dem ginge, wird den ganzen Tag nur Fire in the Hole und Legion X laufen. Wildcard. Die könnte, wenn er hier ein bisschen was macht. Schade. Hauptsache No Limits. So sieht's aus. So sieht's wohl aus im Moment, ja. Komm hier oben. Na, schade. Ich muss ja sagen, No Limit ist ja schon nicht schlecht. Also vom Aufbau her und von den Spielen her sind die schon hübsch. Leider alles sehr volatil. Also, ne, 30x bei Misery Mining und so ein kleinen Pete, das ist ja alles nichts.
So, jetzt brauchen wir eine Wildcard und einen dicken Hit, sonst haben wir slight Problem. Kann ich derzeit schon mal gucken. So, das passt. So. Guck, wie viele Bücherspiele es gibt, so krass, ne? Das ist halt einfach das älteste Spielprinzip. Bücher. Reisgatter Bücher. Ne? Ihr kennt es noch vom Book of Raus, der Spieler. So. Wir brauchen 8 Linien und diese und machen so. Drecksau. Auf zu zahlen. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Überleg mal, der geht auf so einem Einsatz, geht er auch noch rein oder so. 3 Cent Bett und dann geht er rein. Oder? So, Balance auf 0, erfolgreich. Wir tauschen eben einmal. Zack. 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 Payzino. Was hast du gesagt? Aztec. 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 Nee. Falsch. Aztec. Magic. Megaways. Megaways oder Deluxe? Aztec, Mega Magic Bonanza, da. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Wow, das war eine schöne Slot. Den kann man sogar kaufen. Boah, guck mal, wie gut die ist, ey. So, 22.30 Uhr. So. Boah. Krass, guck mal. Super krass. Na komm, auf Series machen wir das mit. Mal mit Bonuschance oder ohne, ist die Frage. Muss man die Chance... Wow, okay, einfach raus da. Bonuschance an oder aus, ist die Frage. Immer mit, lohnt sich, denke ich. Okay, wollen wir mal aus. Gibt den 50 Spins. Man braucht aber 4, ne? Ja. Zumindest droppen mehr Scatter als manche in anderen Games. Ja, gut, das ja. Aber das ist ja auch nur vom System so schön dargestellt, weiß nicht mal. Sonst ja nicht. Beim Schatzi tut mir leid, die kam jetzt gerade vom Essen mit einer Freundin und die muss morgen einfach um 7 Uhr aufstehen. Sound her ist es ja schon mal nicht schlecht, ne? Aber wenn es so ein bisschen zahlen würde. Ja, ich fürchte. Oh, komm. Ah, schade.
Ich sag mal so, plus den Buy und jetzt die Spins hat auf jeden Fall nicht viel miese gemacht. Also das ist schon mal okay. So, alles gut. Ich wollte aber gerade mal gucken, weil ich habe gesehen, da gibt es noch Aztec, Magic, Mega Ways gibt's auch. Den soll ich mal probieren. So, 10. Naja, wir kaufen wir auf. 40. Aber der kann bis zu 6 schmeißen, okay? Verstehe. Jetzt macht auf dem letzten Spin die Wildline, aber sonst hat 4-12. Gleich nochmal hinterher. Wie ist Gatter? Schade. Geh mal 2, schön. Jetzt vorne noch einen rein. Kommt vorne einen guten rein. Jawohl. Und jetzt? Jetzt kann er oder was? Nee. Seid ihr trotzdem nix? Ist ja richtig fit. Wohl, yo. Aber zumindest Wege. Da war was. Ja, war schon letztes Spin. Ja, wow. Ja, wow. Kommen wir jetzt vor, da finde ich das doch scheiße. Ich weiß gar noch nicht. Wie findet ihr die? Sag mal ehrlich. Komm, 6 Scatter-Bonus. 6 Scatter. 5, okay. Immerhin. Wie viele Spins kriegen wir jetzt? 12. Findest du die nice? Echt? Aber du musst überlegen, wie viel die gerade frisst, ne? In was für einer Zeit, also. Okay. 5 ist top. Da ist die Frage. 5 wäre top, wenn der uns Dinger schmeißen würde. Okay. Ja. Alter, so viele Wege wild oder was? Und er macht nichts. Nicht so casual wie das Pragmatic-Zeug, was 24-7 beim allen siehst. Ja, okay, verstehe ich. Aber wie viele Bonis musst du kaufen, bis der mal einen richtig guten schmeißt? Also, dass man wirklich denkt, so, okay, wow, da war jetzt, das war jetzt krass dabei. Weißt du, was ich meine? Der könnte doch mal was werden hier. Der könnte doch mal was werden jetzt hier. Wenn der jetzt hier hinten noch einen reinschmeißt, wäre perfekt. 10 circa. Okay, das mache ich. Immerhin mal einen Profit gemacht. Genauso viele wie bei anderen Anbietern auch. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also, ich weiß nicht. Wir kaufen Gems Bonanza und dann den einen scheppert der richtig, den anderen scheißt er halt rein. Er macht halt immer Average ein bisschen, aber es ist. Ich sehe jetzt noch nicht, wo der mir hier, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 500, 600 X schmeißt. Sehe ich halt einfach noch nicht. Aber das ist auch einfach. Ich glaube, ich bin einfach viel zu fixiert auf diese ganzen Oldschool Pragmatic Klamotten mittlerweile. Das ist, glaube ich, so eins von den Problemen, was ich habe. Aber das ist auch Much, also weiß ich nicht, zahlt. Ich kaufe den einfach mal ein bisschen durch, so bis 150 oder so. Wir gucken mal. Natürlich ja Etero, ja. Etero habe ich hier aber leider nicht. Noch nicht, also. Geh jetzt mal Dreier-Multi, jetzt wird's interessant. Wenn er jetzt mal Dreier-Multi könnte. Jawohl, okay. Okay, okay, okay. Okay, jetzt ein Vollbild, dann wär's gut. Sieht doch gut aus. Okay. Hm. Auch wieder 15. Ich glaube, wir hatten einen Profit bisher. Komm. Komm. Ach, Mann. Okay, mal 2 ist schon mal gut.
wieder miese. Also wir hatten bis jetzt effektiv einen Profit Buy. Okay, schön. Jetzt hier oben noch. Der Multi wäre schon gut gewesen. Okay, jetzt brauchen wir noch den in der Mitte. Am besten mit dem Multi. Multi. So, letzter Ball, dann sind wir bei 150. Komm, 4. Jawohl. Redeem yourself. Okay, schön. Ja, gut. Jetzt noch hier ein Dreier rein. Hinten noch ein Dreier rein. Der kann doch. Okay, 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 okay. Okay. Jetzt wird er gut. Jetzt wird er gut. Aber nicht mit den Wegen. Nicht mit den Wegen. Holy shit. Was für Kackwege. Oh mein Gott. Oh, aber der Scheiß kommt ja rein mit den Wegen, Alter. $130.50, das sind 600x. Gut. Mhm. Ist okay. Der war echt gut. Der war echt sehr gut. Haben wir jetzt noch einen Vierer? Noch einen Vierer hinterher? Schade. Mal untereinander ist nicht gut, ne? Oh, drei untereinander sogar jetzt schon. Eieiei. Keine Multis. Schön. Okay. 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 Jetzt kann er. Jetzt kann er. Dann bitte. Drei Dead Spins, okay. Zwei Dead Spins. Okay, Wild Centaur, wir brauchen halt Multis, ne? Multis wären dann wirklich. Alter Vater. Noch 10 Spins. Aber ohne Multis wird dann nichts hier. Der Multi mal 2 ist da. Hier hinten noch ein. Komm, hinten noch einen rein. Macht auf jeden Fall seine 100x. Denke ich mal. Oder? Okay. Die Wege sind echt gut, aber das ist. Hinten fehlt halt einfach. Wenn er hinten den noch machen würde, wäre richtig gut. Komm, letzter Spin. Come on. Oh, die pinken. 129,20. Ja, weiß ich nicht. Ist. Letzter Buy auf dem, dann gehen wir nochmal, ja, dann gehen wir noch woanders spielen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Der sah echt gut aus, ey, mit 6 Scattern. Der hätte richtig scheppern können. Aber zumindest gibt es auch laufende Bandpunkte für euch, ist auch schon mal ein Anfang. Boah, Kremlin, sollen wir Maxwin hunten bei Fruit Party? Ich hätte richtig Bock. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir kaufen jetzt Fruit Party und holen uns einen Maxwin. Also ich nehme meine Aussage ein bisschen zurück. Ist nicht komplett scheiße. Aber gut, ich sag mal, geht auch ein bisschen weg von diesem Mainstream. Muss man auch dazu sagen, einfach. So, und was wir auch machen ist, wir machen jetzt ein kleines Giveaway gleich für euch. Beim nächsten Buy, also nicht der jetzt, sondern der danach. Wer am nächsten dran ist mit seinem Tipp. Also wir kaufen den für 20 und ihr tippt den Endbetrag. Wer am Endbetrag am nächsten dran ist,
kriegt von mir. Hau ich mal eine 10er raus oder so. Komm mal, ich hau einen 10er raus einfach. Also. Ich würde jetzt gerne schon tippen. Der nächste Buy. Was da rauskommt, tippen. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen 10er. 4,20 Euro. Perfekt. $12,44. Okay. $16,54. Wer bietet mehr? 33,33. Also Schnapszahlenfehler, ne? 13,40, 22,50. Ich lasse euch noch einen Moment zum Tippen. Komm sofort wieder. So, wir haben ein paar Tipps. Wir legen los. Dann lädt jetzt. Das hat doch nichts. Was ist denn der niedrigste? Das ist 4,20. Opa. Höchste ist 33,33, glaube ich, ne? Ja. Was mit 1,31. Ach so, stimmt. Oh, oha. Komplett überlesen. Perfekt. Ich glaube. Jetzt sich um die Äpfel irgendwas machen. Ja. Sieht nach Helgo aus. Warte mal. $6,47. So, wer war da jetzt am nächsten dran? Ja, okay. Helgo, alles klar. Meld dich im Discord bei den Mods, ne? Sehr gut. Meld mich bei Helgos, der ist sympathisch. Finde? Voller Arsch. Also ich bin lieber alles auf Timer. Allesamt, ja. Wenn man einen Plan. Okay. Ey, guck mal. Schön. Schönes Ding. Nochmal so ein Teil. Komm. Schade. 1200x. War der erste Profit.
Boah, schade. Alter, diesen connecten würde wie die Orangen nehmen, ne? Was für eine Pragmatik können wir denn noch kaufen, die ja nur was zahlt? Sag mal Vorschläge an. Ich will auf jeden Fall danach mal ein bisschen Juicy Fruit probieren. Kann ich noch machen? Wild West Gold wäre eine Idee. Wenn nach Rolf gehen würde, eine Runde Hot Fiesta kaufen. 2, 3, 4. Great Rhino hast du lange nicht mehr gespielt. Great Rhino. Boah, ja, eigentlich. Ja, komm, scheiß drauf, wir probieren Great Rhino. Lang her. Bin Retrigger? Übrigens, wir verlosen hier auf der Backstube über die Homepage nochmal 50 Euro Bullet. Könnt ihr einfach über das Kontaktformular bzw. über das Banner euch registrieren, Kontaktformular ausfüllen, gibt's 50 Euro. Könnt ihr euch direkt auszahlen, könnt ihr zocken, könnt ihr machen, was ihr wollt. So, als dezenter Hinweis nochmal für euch. Komm, 5 Scatter rein. 5 Scatter rein, komm. 5 Scatter rein, komm. Schade. Was nehmen wir denn? Sollen wir mal Mystery probieren? Wir können ja eigentlich mal alles ein bisschen probieren, ne? Wir fangen mal an mit 5x10. Buffalo King Mega Waste wäre auch eine Idee. Eigentlich so nicht sehr oft gespielt in letzter Zeit. Also in den Handzimmer mal probiert reinzukriegen, aber. Gorilla Kings? Vielleicht? Poppy, Kings. Flamongo, gut. Crocky hätte dann auch. Hier Crocky auf der 4. Schade. Jackson, Asses, Jackson, Kings. Schade. Asse, gut. Aber was hittet noch? Das ist die Frage. Jackson. Probier einmal Mystery jetzt aus. Einmal richtig geflaxt werden. 15 Spins 1, okay. Immerhin. Easy nicht. Okay.
Oh, noch kein Multi aufgebaut. Ich glaube, dieses 15-1 ist das Schlechteste, was du nehmen kannst. Das Beste ist echt 10-5. Jawohl. 10-5. Wäre jetzt hier 5x10 gewesen. Guten Abend, ey. Mormel, grüß dich. Na, wie ist es dir? Komm, Aces, 10er. Schade. Zehner auf die 3. Ja, wunderbar. Zehner auf die 3. Aces auf die 2. Schade. Läuft mir jetzt gut, gerade von der Arbeit heim. Joa, läuft mäßig. Opening gemacht. Much. Weil die Hand auch vorher schon scheiße war. Jetzt gerade einfach nur ein bisschen brennen lassen eigentlich. Komm, jetzt hier, connecten. Connecten. Schönes Ding. So, Crocky vorne rein. Schade. Alles im Anderen läuft ganz gut. Oh, schön. Schön. Welche Spitze haben wir denn noch? Das war's schon. 34,92. Jawohl. Okay. Unser Buffalo King Mega Ways. Buffalo King Mega Ways. Der kann halt auch massiv reinscheißen, der kann aber auch mal einfach mal einen guten machen, ne? Der schuldet uns eigentlich auch noch ohne Ende. Da auch gerne mal den 5-Scatter mitnehmen. Wäre nicht schlecht. So. Wenn da der Vogel auf der 2 wäre, wäre das schon wieder gut, ne? Na, mein Bubi, wie läuft's? Hey, Brudi, was geht? Alles klar bei dir? Wieder ein bisschen motivierter als gestern? Oha! Okay. Jetzt muss er nur connecten. Schade. Das wäre so ein Bild gewesen. Den wir hätten spielen können. Vogel auf die 2. Ja, schade. Joa, gerade noch was getrunken. Was haben sie denn getrunken, junger Mann? Wie ist denn Alkohol? Das ist doch böse. Oha. Also wenn ihr wollt, gleiche Altlein. Gleiche Einladung wie gestern gilt natürlich auch wieder heute für alle. Wer möchte, kann gerne nach dem Stream auch nochmal in Discord reinschauen. Da schnacken wir später noch ein bisschen zusammen. Grüß dich. Oh, Jonas, mein Lieber. Servus. Auch mal wieder da. Alle Jubeljahre. Wir müssen uns echt mal unterhalten über deine Anwesenheit, Kollege. Also, in der Klausurenphase und was habe ich denn verstanden? Aber jetzt ist halt wirklich... Nee, Kollege. Safe machen wir. Dann bitte, ne, gleich nach dem Stream bei mir mal im Discord melden. Adler, okay, jetzt mal Multi. Wulfi, na schade. Thank you.
Wo ist denn dieser eine Marco-Multi, als der sich das im Turnier gewünscht hat? Ich sag mal, technisch gesehen, ne, können wir auch einen Bonus bei Turnier machen. Ein kleines. Ist halt die Frage, wer Bock hat und vor allem, ich sag mal, genug Leute Lust haben. Ne? Technisch gesehen können wir alles machen. Rein technically. Klar, los. Ja, das ist wieder das Thema. Das ist halt das Problem bei dem, wo wir halt hier gerade sind. Haben wir nicht wirklich die mega Anbieterauswahl im Moment. Dann kommen die Leute wieder um die Ecke mit Hexor und mit Pragmatic. Und also Pragmatic ist kein Thema, haben wir so gut wie alles da. Aber dann kommen die Leute wieder um die Ecke mit Hexor, mit was weiß ich nicht alles. Und dabei. Komm, mal gucken gleich. Oh, vorne eine 10er rein, da wäre richtig schön. Matic auf beschränkten gut ist. Ja, wäre meine Idee dann. Okay, wir gucken mal. Wenn sich genug Leute finden, machen wir es ansonsten nicht. Ganz simpel dimpel. Ja, jetzt gerade ist. Muss man Balance erstmal wieder pushen. Ohne Balance Push mache ich kein Turnier mehr. Ich mache keine knappen Turniere mehr. Nie wieder. Habe ich daraus gelernt. Einen dicken gleich mal hitten, dann geht's. Jawohl. Okay, 15er Multi auf 30 Cent, Digga, was? Fühlt sich so ein bisschen an wie Dragon Tiger. B-Gaming geht auch, hust, hust. Ihr wisst, was ich meine. Also nur, wenn ihr wisst, dass wir die Slots safe haben. Diese Rumsucherei und dann dieses Jahr, sag mir bitte eine Slot, die du wünschst. Ja, easy, ich wünsche mir die und die. Ja, die haben wir leider nicht. Und dann, oh, ja, dann muss ich erst gucken. Dann guckst du erst noch 10 Minuten. Weißt du, klar, uptime-technisch voll gut, weil die Leute eine halbe Stunde ihre Slot aussuchen, aber sagen wir dynamiktechnisch voll für den Poppes. So, also Buffalo King Megaways macht Gronix. Wo gehen wir noch rein? Oh, Ree ist da. Okay. Ree ist da. Erster Ree. Oh, was der jetzt macht. Der jetzt gnädig ist. Meiner Buffalo King normal kann man auch kaufen, ne? Ja, fast mal probieren. Da ist es 10er Queens, Jackson. Ja. Okay, Jaguar. Jetzt den Gu. Ah ne, bringt auch nichts. Kings, okay. Irgendwas da rein. Schade. Okay, jetzt noch Multi da rein irgendwie. Ace ist vorne rein, Multi rein. Jawohl, und Multi. Multi, mehr Multi. Mehr Multi. Schade. Da hätte mal was werden können. Der hätte tatsächlich noch was werden können. Das ist schon krass, Alter. Mit Retrigger zahlt er 10 Euro. 10 Dollar, so, sorry. So, lass mal gucken hier. Great. Right. Nee, nicht Great Runner. Buffalo King könnte man eigentlich auch kaufen. If I'm not completely wrong. Jawohl, kann man.
aus 30. So, 15 Spins, da bin ich mal gespannt. Okay. Fuck. Zwei More sind schon respawned. Was macht er? Oh mein Gott, wenn der vernünftige Symbol connected hätte. Ey, du Belly, überleg mal. Ah, Kaufpreis wieder drin. Nein. Weil ich normal gibt er doch keine 15 Free Spins, oder? Ich glaube, es war wegen der vierten Münze. Ja, meine ich jetzt. Kann mich natürlich auch wieder irren. Wie schon so oft. Ah, ja. Hey Rolf, hast du keine Punkte? Was hast du denn mit deinen ganzen Punkten gemacht, Rolf? Was ist denn los? Rolf, hast du ein Problem? Müssen wir über irgendwas reden? Nee, Ausrufezeichen Points muss eingeben, Jonas. Aber wenn du oft da wärst, ne, dann wüsstest du das auch. Kann ich nicht aufzählen, Junge. Oha, Re. Let's go. Egal. Du hattest mich beim Hallo. Funktioniert nicht. Ich wollte Rolf mal ein paar Punkte zustecken, dass er ein bisschen gambeln kann. Hat leider nicht geklappt. Aber den Versuch kann mir keiner verwehren. Nice, lost them all. Perfekt. Komm, mach mal einen. Das wird hier nix. Juicy Fruits. Gucken, wie sehr der uns wieder fickt heute. Was ist hier eigentlich los? Ich kaufe Bonus und müssen wir was zahlen. So, nach dem Motto. Ansonsten ist ja eigentlich nicht viel los gerade. Okay. Jawohl. War gar nicht so schlecht. Sollte der mal können? Wahrscheinlich wieder zu früh gefreut, ne? Sau. Oh, doch nicht. Okay. Komm, einen noch jetzt. Einen noch. Jetzt einen noch. Komm. Jawohl. Jawohl. Okay. Ey. Potenzial, ey. Not gonna lie. Come on. Mit da rein, das Ding. Ey, zu wenig. Zu wenig von mir. Reicht Bins für mehr. Das ist zu wenig. Schade. Ist aber nett, hab vor Ärger die Points gesetzt, war kurz vor 500 Points für ein Rad, aber was soll's. Ach, deswegen gammelt sie die dann runter. Was ist das denn? Geht es so? Funktioniert nicht, keine Ahnung. Würde einer meiner Mods dem Rolf bitte mal 100 Punkte buchen, dass er ein bisschen gambeln kann? Nicht gefunden. Ja, den dich gibt's gar nicht, Rolf. Du bist eine Illusion. Add Points. Achso, das müssen wir ohne Add machen, siehst du?
Guck mal, Rolf. Uff. Der Helgo doch sympathisch, ne? Wie gibt's nicht? Ich bin hier. Das sieht das System anders. Danke dir, Helgo. Er scheißt mich komplett rein. Keine Ahnung. Also. Gefreut, jetzt kommt er, jetzt scheiße voll rein, pass auf. Okay. Okay. Komm. Jawohl. Okay, zwei Spins für zwei. Komm, schaff da. Alles. Ich merke so ein gewisses System dahinter, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Na, noch Wild Booster gibt's noch, den kann man noch kaufen. Ja, noch kaufen. Okay, nochmal 4 Spins. Boah, 4 Spins für 3, come on. 4 Spins für 3, zieh durch. Okay. Reicht noch, 2 noch, komm. Komm, komm. Okay, 1 noch, komm, boah. Letzter Spin, 1, komm. Komm, 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 komm. Ja! Okay, 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 okay. Gut, 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 gut. Jetzt wird er groß, jetzt wird er groß, jetzt kann er. Komm. Immerhin. Immerhin ein bisschen Profit gemacht. Ein bisschen Profit. Was kann man denn noch kaufen? Ich weiß gar nicht, was kann man denn noch kaufen? Ey? Pra, 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 pra. Pra, pra. Wo ist denn Pragmatik? Da ist Pragmatik. Lass mal gucken hier. Eye of Cleopatra kann man kaufen. Okay, dann kann man kaufen. Dockhouse Megaways können wir kaufen. Supernanza können wir kaufen. Starlight können wir kaufen. Wild West Gold können wir kaufen. James Bonanza. James Bonanza. Fire in the Hole habe ich hier nicht. Ist No Limit. Heute geht's nur um Pragmatic hier. Das ist so diese hier. Da, da, da. War klar mit James. Sag ja, Stefan, du kennst mich halt einfach, ne? So. Mach dir doch keine Illusionen, du kennst mich doch. Ich sag dir, wenn auf der Gamescom Stand ist mit James Bonanza, Alter, brauchst du mich. Du weißt, wo du mich später abholen kannst. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wäre schon cool. Wäre schon sehr cool. Aber ich glaube, wir werden da schon einen sehr entspannten Tag haben. Jawohl, das ist doch mal schön. Gut hier clustert, mein Freund. Gut hier, hier Dings, ne? So, Kolossal nicht verschmiert? Ja, schwierig. Schwierig. Boah, soll aber durch sein, oder? Jawohl. Next Stage, let's go. Motte voll weggeboxt gerade. So krass bin ich. Boah, hier.
Nein, mach doch nicht kaputt. Und ich brauche einfach Schelle. Nee, das war eine Motte. Meiner Frau würde ich so etwas nie antun. Gerüchteküche einmal an, bitte. Danke, ja. Jawohl. Alte Nietzsche. Scheiß drauf, ja. So. Pragmatic. Magician's Secret. Dog aus Mega Ways. War auch gleich probiert. Freeze Booms. Komm, mach irgendein Kacksymbol und sei nicht. Oh boy. Das ist aber. Das Buch, Alter. Das Buch wird doch safe nirgendwo droppen. Das wird ausgestorben sein. Es ist eigentlich egal, was für ein Symbol der nimmt, so wenn er sich bringen will, dann bringt das einfach nicht in den Bonus, dann ist ausgestorben. Okay. Okay. Letzte Wild muss hier für ein Re. Ist Re, oder? Nee, oder? Ist Re? Ist kein Re. Die Re ist dann, wenn er alle voll macht. Achso, ist egal. Für Mac nicht. Irgendwas wollte ich gerade eben gemacht haben, ich weiß nicht mehr was genau, aber es ist so. Da war es wahrscheinlich auch nicht wichtig. Haben wir jetzt irgendein Scheißsymbol? Jawohl. Und jetzt bitte Wilds, 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 überall. Jawohl. Perfekt, einfach ausgestorben. Einfach ausgestorben. Ey, Digga, willst du mich verarschen? Jetzt ist schlecht. Ich kaufe noch drei hier. Und dann gucken wir nochmal. Dog aus Mega Boys brauchen wir mindestens 4 Scatter. Sehr scheiße. Ach, jetzt hab ich falsch genommen. Jawohl. Ach, das ist wie Empty the Bank, Alter. Das ist einfach Empty the Bank.
Es ist einfach Empty the Bank krank. Aber das ist halt Wild. Okay. Jetzt den Pfeil direkt daneben und dann einfach immer durch weiter, immer weiter. Hier die zweite fehlt. Dass wir das hier nicht so volatile ist, war der jetzt schon echt scheiße, ne? Mal ich sagen. So, jetzt komm. Einfach ein Kacksim. Okay. Ich würde einfach sein. Jetzt bitte. Jetzt bitte. Bitte, bitte, bitte. Nicht okay. Start gut. Start schon mal gut. Jetzt komm. Hier. Ah. Okay. Okay. Hier noch eine Wild rein. Hier noch eine Wild rein. Dann haben wir es. Hier. Hier, hier, hier. Schade. Hat er eben so viel geschmissen. Guck mal, jetzt plötzlich gar nicht mehr, ne? Okay. Gefühlt aber jede Runde eine Wild reingeschmissen, ne? So, komm, hier eine Wild rein. Macht er nicht. Vier Skitter, die einem nichts bringen. Wow, doch 10 Euro. Oh wow. Du musst überlegen, 10 Euro kam oder kam alleine von dem Field, ne? Also das ist noch nicht bezahlt. Also. Uff. Jawohl. Doghouse Megaways. So. Komm, mach einen Sack zu, Doghouse Megaways, ein Ball. Und du weißt, oder? Perfekt. So, perfekt. Gut, hinten schon mal eine drin. Jawohl, okay, jetzt hier und hier. Jawohl. Und auf der 3. Auf der 3 noch einer, ist gut. Schade. Da ist Vinz. Auf der 3. Den Hühnern. Tweety. Wie heißt das? Tweety. Tweety. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber ich weiß es nicht. Guck mal so. Das ist ja eh rum.
Sweetie House. Wee. Nee, gibt's nicht. Haben sie noch nicht. Hätte werden können. Ja, hätte, wäre, könnte, aber, ne? Alles Dumpfsinn und Gelaber. Und wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, dann wäre mein Papa Millionär. So. Heute, wie versprochen, gestern nicht gemacht. Heute machen wir es. Gehen wir rüber zum Zoggi. Zum alten Zoggi. Meine lieben Liebenden, es war mir ein Vergnügen. Morgen 21 Uhr und dann auch wirklich pünktlich. Ich verspreche es. So wieder für euch da. Und dann machen wir nochmal ein bisschen was Schönes, bevor ich dann das Wochenende in Urlaub fahre. Ich wünsche euch eine grusame Nacht. Sagt dem Zoggi noch ein nettes Hallo, wenn er rübergeht. Grüßt mir den Kleinen schön. Der baut sich gerade wieder auf nach seiner längeren Auszeit. Der kann es brauchen. Wie gesagt, Digi, ich schreibe dir, ja, komm halt bei uns in Discord. Wir sind jetzt eh gleich alle da. Übrigens, wer noch Lust hat, komm gerne auch in Discord. Gleich eine Runde schnacken, bisschen quatschen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten checkt gerne nochmal die Bonus-Homepage aus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Genießt den Sonnenschein morgen früh. Küsschen aus Nüsschen. Ciao, ciao.